Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind mal wieder auf unserer wunderschönen Alpemap Neu-Mini-Brunn und hier oben auf unserem kleinen Aussiedlerhof, wo wir ja unsere Schäfchen untergebracht haben. Den Tierchen geht es gut und wir befinden uns sozusagen zwischen den Jahren und das ist so ein bisschen auch eben die Zeit, wo man Danke sagen möchte. Ich sage Danke, Danke, Danke für euren Support, für eure Unterstützung mit Däumchen und Kommentaren und natürlich auch mit Abos. Ich bedanke mich und freue mich und heiße auch recht herzlich willkommen alle neuen Abonnenten, die letzten Tage dazugekommen sind, hier zu diesem Kanal. So, warum bin ich jetzt hier also hier oben auf unserem kleinen Aussiedlerhof? Ja, wir haben wieder begonnen mit der Forstwirtschaft. Es ist Oktober, unsere Bäumchen sind soweit ausgewachsen. Wir schauen nochmal. Und die müssten jetzt knappe 36 Meter, glaube ich, sein. 36, 35, 80 und die Fichten sind meines Erachtens soweit ausgewachsen, deswegen habe ich hier angefangen, oh, da hinten springt wieder ein Reh herum, auf der Lichtung, habe ich angefangen, uns einen Vollerntner zu holen, den habe ich natürlich nur geliehen, den Rottne H21D, der hat, glaube ich, fast die größte, ja, Stamm, ja, Durchmesser, Bearbeitungsdurchmesser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall 80 cm Stämme, während wir ja das letzte Mal, im letzten Jahr hatten wir ja den Komatsu 931 XC, ich glaube, der hat nur 70 cm, aber ich wollte hier mal sicher sein, weil ich wusste noch, dass wir das letzte Mal Probleme hatten, dass er den einen oder anderen Baum nicht genommen hat. Also, wie ich hier als so kleines Update, wir sind jetzt also in der Folge, beziehungsweise jetzt in der Phase, wo ich anfangen werde, hier das ganze Waldgebiet abzuarbeiten und ich will es mal so formulieren, das Ganze wird sehr, sehr lukrativ werden, also so habe ich jedenfalls das Gefühl. Wir schauen mal ganz kurz hier rein und ihr seht, da ist schon ein bisschen Holz drin. Ich habe schon einiges verarbeitet zu Hackschnitzel. Wir haben schon 781.000 Liter und ich bin der Meinung, dass wir, glaube ich, gerade mal vielleicht maximal ein Viertel dieses Waldes hier geholzt haben, geerntet haben. Und da denke ich mal, da werden wir wohl irgendwo am Schluss so bei 1,5 Millionen Liter landen. So, und das Spannende an der Sache ist ja natürlich, was wir für diese Hackschnitzel bekommen. Und zur besten Zeit bekommen wir, und das ist wirklich ein freudiger Ausblick, 970, also das heißt fast 1000 pro 1000. Das heißt wirklich für die 730, die wir jetzt drin haben, 730.000, müssten wir auch um die 730.000 dann haben. Das hat sich schon im letzten Jahr, war es schon sehr, sehr lukrativ. Und wenn wir jetzt dann noch hier die Mischration dazu nehmen, die Silage hier mit 340 und da haben wir ja auch in der Produktion im Moment 773.000, also da wird auch noch was dazukommen. Das soll heißen, wir werden nächstes Jahr richtig, ja, Asche in der Kasse haben. Und damit meine ich nicht Holzasche. Also wir werden richtig liquide Mittel haben, damit wir hier oben bauen können. Und ihr wisst ja, was wir vorhaben. Wir werden hier aus diesem Hang hier, möchte ich eine Wiese machen, eine richtige schöne Alpenwiese. Und die werde ich natürlich dann noch ein kleines bisschen hier begradigen, also ein bisschen hier die Hügelchen hier ausgleichen, damit wir dann hier auch wirklich mit Gerätschaften mähen können und arbeiten können. Das wird uns natürlich auch noch ein bisschen Geld kosten, weil wir ja mahlen müssen und natürlich das Gras anpflanzen. Dann werden wir hier komplett das Feld bearbeiten. Das heißt eben pflügen, also ein Feld erstellen, pflügen und dann natürlich entsprechend kalken, düngen und machen und tun. Und dann haben wir richtig zu tun. Aber bis es soweit ist, müssen erstmal hier diese ganzen Bäume weg. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich damals gepflanzt habe. Ich habe hier noch zwei Geräte. An dem Fendt habe ich unseren kleinen, ja, die Stuppenfräse oder ein Mulcher oder was das ist, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, das Gerät arbeitet sich ordentlich hier durch die Baumstämme bzw. die Stumpen. Und dann habe ich eben hier mal den Glas hochgebracht mit der Ballengabel. Quatschballengabel mit der Palettengabel. Einfach aus dem Grund, wenn mal die Bäumchen nicht richtig liegen, dann kann ich die ein bisschen rumschieben, denn ich habe alles andere, was mit der Forstwirtschaft jetzt schon zu tun hat, verkauft. Und damit wir genügend Geld haben, um dieses tolle Gerätchen hier eben mieten zu können.
Und wenn wir dann durch sind, wird alles, was mit Forstwirtschaft zu tun hat, erstmal ad acta gelegt. Dann bauen wir hier oben einen richtig schönen Aussiedlerhof, vermutlich nochmal mit einem Kuhstall. Und dann werden wir hier oben so ein bisschen eigene Milchwirtschaft betreiben, zusammen mit unseren Schäfchen. Und da müssen wir nochmal schauen. Wie gesagt, ich hätte richtig Lust hier auf irgendwie so eine Weide, also so eine Freilaufen, wo die Viecher freilaufen. Da machen wir einen Zaun drum und so. Muss man mal schauen, welchen Mod es hier auf der Konsole gibt. Okay, nichtsdestoweniger, es gibt noch viel zu tun. Wir machen mal hier den Motor an und die Lichter an. Und dann gehen wir mal los und werden nochmal ein paar Bäumchen hier fällen. Also ihr seht schon, es ist jede Menge Arbeit. Und das werde ich jetzt natürlich nicht als solches machen. Ich meine jetzt hier mit euch, werden wir jetzt noch ein paar Bäumchen natürlich fällen und ernten. Mit diesem schönen Rott, ne? Sodele. Dann gibt es ja diese neue Funktion, dass der hier sich selbst versucht, an den Baum heranzuarbeiten. Aber das ist dann auch nicht immer gerade von Erfolg gekrönt, muss man einfach so sagen. Okay. Dann den Baum ein bisschen nach oben und gleich rausziehen. Und da hatte ich ja jetzt auch schon ein paar Mal den Fall, dass hier sich die Äste verhaken. So, dann werden wir den jetzt wieder ein bisschen ranholen. Das Spannende hier an dem Rottner ist ja, das fand ich schon interessant, man sieht es ja, die Kabine ist ja nicht mit dem Arm hier verbunden, sondern praktisch sind das auf zwei Achsen, ne? Also das ist schon eine witzige Geschichte hier. Hat aber natürlich auch den Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man will, dass natürlich irgendwann mal hier Schluss ist, ne? Also weiter kommt man nicht. Ich finde es schon sehr interessant, aber dadurch hat man natürlich im Prinzip immer einen guten Blick auf das Gerät hier. So, den Baum natürlich dann wieder hier an den Trigger zu ziehen, ist jetzt auch nicht ganz so einfach und so simpel. Ne? Also da muss man dann schon auch ein bisschen hier arbeiten. Okay. Und dann habe ich das Ganze mal ausgetestet mit 6 Metern, mit 8 Metern. Das ist eigentlich Kopfspiel gesprungen in dem Fall. Weil wir haben immer so circa, ich sag mal, zwischen 4,6 bis 4,9. Also das variiert auch, obwohl die Bäume ja angeblich alle gleich lang sind. Aber das variiert aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht weiß. So, auf jeden Fall macht er hier genau 6 Stücke. So, und die Kamera ist zwar auch ganz nett, aber doch ein bisschen verwirrend. Okay, so, wie gesagt, dann haben wir hier dieses kleine Häckselwerk. Zack, die Bäume sind weg. Und dann kann man die natürlich hier zu Hackschnitzel entsprechend verarbeiten. Stationärer Holzhäcksel, auch ein Mod. Und ihr seht es ja auch, der macht aus 10.000 Holz, macht er 30.000 Hackschnitzel. Deswegen kommen natürlich hier auch diese ja, enormen Mengen hier zustande. Und die werden wir natürlich dann bestmöglichst verkaufen. Und wie gesagt, ich rechne hier jetzt alleine mit dieser Produktion hier, bei der Menge, was hier noch an Bäumen ist, ja, locker mit 1,5 Millionen. Und das ist mit Sicherheit... Und das ist mit Sicherheit wirklich niedrig geschätzt. So, Augenblick. Den müssen wir nochmal ein bisschen einziehen. Ja, der kommt hier auch gerade so hier den Hang hoch. So, ein bisschen nach links. Und dann schnappen wir uns hier den nächsten. So, wir versuchen da wieder ranzukommen. Also das Teil... so. Nee, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, man muss schon sagen, es ist schon hilfreich, aber es klappt nicht immer, was mit Sicherheit auch ein Stück damit zu tun hat, dass das halt hier am Berg ist. So. Aber das Ganze funktioniert natürlich wirklich nur mit dem Vollernter. Alternativ wäre natürlich klar, die Bäume vor Ort zu fällen und zu zerlegen und dann halt stückchenweise runterzubringen. Aber ich denke, das tut so, dass wir hier rabiat die Bäume hier einfach aus dem Wald ziehen. So. Und da oben brechen wir praktisch schon durch. Da sind wir jetzt schon am Rande. Und das hier, wie gesagt, das wird dann alles hier ordentlich. Ja, nicht flach gemacht, aber ein bisschen
eingeebnet. Na, ihr wisst ja, die kleinen Hügelchen raus und so, damit wir dann eben später mal beim Mähen es einfacher haben. Okay, so. Ja, er richtet sich aus, aber er hat jetzt wieder ein bisschen Probleme. Ja, ich glaube, müssen wir näher ran. Ah, jetzt, okay. Ja, so richtig will er nicht. So, dann schnappen wir uns den Baum wieder. Ja, und jeder Baum sind knapp 5000 Liter. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen weiter weg. So, in der Regel sind es immer 6 Bestandteile oder 6 Stücke, die er da schnitzt. So, und das jetzt auch noch. Okay. Jo, und so werden wir uns dann langsam vorarbeiten. Und dann machen wir hier eine richtig wunderschöne Alpenwiese. Und dann können wir eben, wie gesagt, mit den Geräten aus diesem Alpenpack, aus diesem DLC mal arbeiten. So, jetzt müsste ein bisschen runtergehen. Ja, er zuppelt wieder und sucht. Ja, müssen wir ein bisschen ran. Ja, ja, und dann packt das doch nicht. Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, eben ob man an der Schräge ist oder nicht. Also es klappt nicht immer, aber manchmal klappt es wirklich sehr, sehr gut. So, okay. Sehr schön. Okay, das Maschinen schon mal abstelle. Das Ganze wieder hier rein in die Verarbeitung. Wunderbar, hat alle genommen. Und jetzt werden wir mal mit dem Fendt hochfahren, weil es bietet sich an, immer mal zwischendurch die Stumpen wegzumachen. Den Komatsu hatten wir ja damals mit so einem kleinen Raupensystem noch ausgestattet. Das habe ich mir diesmal geschenkt. So, ihr merkt schon, wie der kämpfen muss hier den Berg hoch. Okay, und das Ganze natürlich jetzt auch, wenn dann hier die Fräse angemacht wird, dann hat er nämlich auch ganz schön zu arbeiten. So, dele. Ja, da fahren wir hoch. Ja, das passt schon. Ja, ich glaube, die Fräse braucht 160 PS oder wie viel? Ah, der Baum ist schon weg. So, und hier noch, okay. Also ihr seht schon, da werde ich jetzt die nächste Zeit ganz schön beschäftigt sein, bis wir die Bäumchen weggebracht haben. Aber, wie gesagt, sie bringen uns auch einen Haufen Geld ein. So, wir schauen nochmal. Also, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, laufen wir mal kurz durch den Wald hier noch durch. So, hier hat es eine kleine Lichtung. Da bin ich eben im Kreis gefahren beim Pflanzen.
Aber hier oben haben wir noch jede Menge Bäume dicht an dicht. Und da werden wir dann eben alles entsprechend hier am Rand nochmal schön ordentlich malen mit Gras und Gras entsprechend rumpflanzen. Und hier diese Löcher hier, die werden wir natürlich versuchen rauszuarbeiten, damit das dann einigermaßen eben gibt, eine ebene Fläche gibt. Aber halt ohne Löcher. Aber das wird mit Sicherheit ein richtiger Spaß, wenn wir hier oben dann tatsächlich mit den entsprechend alpinen Geräten hier durchfahren und Gras und Heu machen. Jo, also ihr seht schon, da gibt es noch jede Menge Arbeit für mich hier. Und wir werden uns sehen dann das nächste Mal wieder, wenn dann eben auch diese Flächen entsprechend bearbeitet sind und das Holz weg ist und wir dann wirklich in den, ja, in die Feldarbeit gehen, das Feld erstellen werden für unser wunderschönes neues Grasfeld hier in der Alpenmap. Jo, das soll es gewesen sein, so als kleines Update. Jetzt wisst ihr, was ich die nächsten Tage hier zu tun habe. Es gibt dann ein paar verstärkt mehr Folgen von Zilonka. Ich glaube, das macht zurzeit ein bisschen mehr Sinn, denn jetzt euch hier mit diesen ganzen Bäumchen und so weiter, nö, das werden wir uns schenken. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier auf der Alpenmap sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.